Im Platze wird unsere heutige Kundgebung unter dem Motto Keine Maschinen Eisenach während den Anfängen westdeutsche Zustände hier in Eisenach am Fuße der Wartburg beginnen. Wir wollen, dass die Bürger Eisenachs mitbestimmen dürfen, ob sie einen solchen Gebetsraum, wie er hier vorne am Karlsplatz 20 im Ärztehaus vor der Frisur ist, existiert, dass sie darüber abstimmen dürfen. Wir wollen, dass das Volk darüber mitentscheiden darf, ob Millionen Fremde in unser Land kommen, um unser Land zu islamisieren und zu überfremden. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass es uns mit der Kampagne im letzten Jahr gelungen ist, dass der Gebetsraum der Islamisten, der Muslime hier in Eisenach in der Sophienstraße, der einmal dort existierte, seine Pforten schließen musste. Applaus für die Polizei. Wir wünschen uns auch heute ein konsequentes Vorgehen gegen linke Straftäter von der Linkspartei, den Kirchen und den Gewerkschaften. Am Montag werden wir alle in der Zeitung lesen dürfen, an dieser Stelle gab es einen Protest von Rechtsextremisten oder Neonazis. Und wir dürfen auch in der Zeitung lesen, dass ich Eisenach gegen diesen Protest gewehrt habe. Alles drei schon Lügen, die ich jetzt schon vorausahnen kann. Liebe Bürgerinnen und Bürger, in der vergangenen Woche gab es einen Mordanschlag auf einen rechten Politiker in Nordrhein-Westfalen. Verübt von Salafisten, er konnte verhindert werden. So weit ist es schon gekommen, Katja Wolf und ihre Anhänger jubeln. So weit ist es auch schon gekommen. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Eisenach, in der Stadt Offenbach am Main sind 80% der unter 14-Jährigen schon Fremde, sind Ausländer. Die Entwicklung, die demografische Entwicklung unseres Landes, einhergehend mit Massenzuwanderung, Überfremdung, deutet darauf hin, dass irgendwann in 50 Jahren der letzte Deutsche im Zoo ausgestellt werden kann, da bis 1945 noch ganze 600.000 Muslime in Europa sind es heute bereits über 55 Millionen. Jährlich kommen etwa 1 Million zusätzliche muslimische Migranten nach Europa. Das soll keine Islamisierung sein. Was dann? Im Lissabon-Vertrag hat sich Europa verpflichtet, weitere 50 bis 100 Millionen Muslime nach Europa zu lassen. 2027 werden 20% der Franzosen Muslime sein. Spätestens 2050 wird Frankreich eine islamische Republik sein. Der Vorgänger des heutigen türkischen Ministerpräsidenten Erdogan sagte, unser Ziel ist es, auf dem europäischen Kontinent Wurzeln zu schlagen und dort in Ruhe und gemäß den Gesetzen zu leben, sodass eines Tages vielleicht ganz Europa muslimisch ist. Niemand beabsichtigt also eine Islamisierung, frage ich. Dieser ehemalige Vorsitzende des sogenannten Zentralrates der Muslime in Deutschland sagte, Zitat, die deutsche Verfassung sei zu akzeptieren, zumindest so lange, wie die Muslime in der Minderheit sind. Niemand beabsichtigt also eine Islamisierung. Wir Deutsche müssten doch mehr Anstrengungen Richtung Integration unternehmen. Ich sage, das ist Unfug. Wir sind hier zu Hause und wer hierher kommt, uns nicht achtet, unsere Gesetze nicht achtet, hat sein Gastrecht in Deutschland verwirkt und hat sofort nach Hause zu gehen. Ja! Wir werden niemals zulassen, dass Europa unter das barbarische Recht eurer Scharia fällt. Wir werden niemals zulassen, dass in Europa, dass in unserem Deutschland, in unserem Eisenach Frauen und Männer gesteinigt werden. Wir werden niemals zulassen, dass in Europa Frauen und Männern die Füße oder Hände abgehackt werden. Wir werden niemals zulassen, dass in Europa Frauen und Männer zu Tode gepeitscht werden, weil sie im Ramadan gegessen haben. Und ich sage ferner und an dieser Stelle den deutschen und europäischen Unterstützern des Islams und der Islamisierung, wie könnt ihr nur glauben, dass ihr eure Völker auf Dauer belügen und hintergehen könnt? Wir wollen keine Muschel am Karlsplatz, keine Muschel in Eisenach, keine Muschel in Erfurt, Köln, Hamburg oder in anderen deutschen Städten. 2008, also vor 5 Jahren, gab es bundesweit bereits 206 Moscheen und etwa 2600 Bethäuser und andere ungezählte sogenannte Hinterhofmoscheen. Weitere 120 Moscheen waren damals, also 2008, noch in Planung oder bereits in der Bauphase. Jedem dahergelaufenen wird Zucker in den Allerwertesten geblasen, Sozialhilfeanträge werden ausgefüllt,
Der Bundespräsident empfängt stets und ständig Vertreter jener Clique und entblödet sich dann auch nicht zu behaupten, der Islam gehöre zum Deutschland. Nein, es gibt ja keine Unterschiede zwischen verschiedenen Völkern. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Homosexualität ist ja was ganz Normales, ja sogar Gutes, um es mit Bovereit zu sagen. Goethe, Luther, Wagner waren alles an Faschisten. Albert Schweitzer, ein grässlicher Rassist. Astrid Lindgren, eine unbelehrbare Volksverhetzerin. Die Gebrüder Grimm und Heinrich Hofmann waren intellektuelle Vorbilder der NSDAP. Doch, liebe Landsleute, Spaß beiseite. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, wie sich der Islam seit jeher versucht hat, in Europa und der ganzen Welt auszubreiten. Wenn wir die Belagerung unserer Städte nicht aufhalten, sind wir es, die gehen müssen, die sich einem brutalen Recht namens Scharia unterordnen müssen. Wir werden dann zu Bittstellern unter muslimischen Herrschern. Für Salafisten und Islamisten muss gelten: Tschüss, Goodbye, auf Wiedersehen, One-Way-Ticket in die Heimat. Dafür haben die Deutschen Geld übrig und werden diese Einmalzahlung sicher mit einem freundlichen Lächeln gerne aufbringen. Hier ist Schluss, das ist unser Land, lassen wir es unser Land bleiben. Daher in diesem Sinne keine Mischung in Eisenach, Glockengeläut statt Mutziehen. Danke. Aus ganz aktuellem Anlass gemeinsam eine Schweigeminute für den ermordeten Daniel aus dem niedersächsischen Weihe einlegen, der in dieser Woche von kriminellen Ausländerbanden zu Tode getreten worden war. Eines von inzwischen 7500 deutschen Opfern, die durch ausländische Mörderhand allein seit 1990 hier in unserem Land ums Leben gekommen sind. Deutschland heißt es dort, und das sollen die sein, die Politik für unser Land machen. Nie wieder Deutschland. Ich sage, pull Teufel, es lebe Deutschland! Ja.